keine Shrimps. Wo zum Teufel ist denn dein Gott? Komisch, dass Lieutenant Dan das gerade gesagt hat, denn sofort danach hat Gott sich gezeigt. Ich hatte Angst, aber Lieutenant Dan, der war wahnsinnig. Was ist denn? Ist das ein Sturm? Lars, alter Lars! Es ist soweit, jetzt kommt der Showdown! Du und ich! Ich bin hier, los, komm und hol mich! Du wirst dieses Boot nie! Hurricane Carmen, der gestern hier durchgezogen ist, hat auf seinem Weg fast alles verwüstet. Und so wie in vielen Städten entlang der Küste ist auch hier die gesamte Shrimp-Industrie ein Opfer von Carmen geworden. Zurückgeblieben ist überall nur Zerstörung. In Gesprächen mit den einheimischen Amtsträgern erfuhr unser Reporter, dass wahrhaftig nur ein einziger Shrimp-Kutter die Katastrophe überlebt hat. Luis! Luis, das ist Forrest! Und danach war das Shrimpfischen ganz leicht. Und da die Leute ja immer noch Shrimps für Cocktails und Barbecues und sowas brauchten und wir das einzige Boot waren, das heil war, konnte man nur noch Baba Gum Shrimps kaufen. Wir hatten eine Menge Boote, 12 Jennies, ein mordsgroßes Lagerhaus. Wir hatten sogar Kappen, da stand Baba Gum drauf. Baba Gum Shrimps. Das ist ein Markenname. Moment mal, mein Freund. Soll das etwa heißen, Sie sind der Inhaber der Baba Gum Shrimp Corporation? Ja, Sir. Wir haben mehr Geld als Davy Crockett. Mann, ich habe schon eine Menge Lügengeschichten gehört, aber das übertrifft alles. Wir haben neben einem Millionär gesessen. Also, ich fand, das war eine wirklich sehr, sehr hübsche Geschichte. Und Sie erzählen sie so schön, mit so viel Begeisterung. Möchten Sie mal sehen, wie Lieutenant Dan aussieht? Aber ja, gern sogar. Das ist er. Und ich kann Ihnen noch was über Lieutenant Dan erzählen. Forrest. Ich habe mich nie dafür bedankt, dass du mir das Leben gerettet hast. Er hat es nie so direkt gesagt. Aber ich glaube, er hatte mit Gott seinen Frieden gemacht.